Einordnung einer Kultur als High-Context-Culture oder Low-Context-Culture ist abhängig davon, wie in dieser Kultur kommuniziert wird. High-Context-Culture steht für die indirekte Kommunikation. In High-Context-Cultures benötigen die Kommunikationsteilnehmenden Kontextinformationen. Die Informationen werden nicht nur durch die Worte, sondern auch durch Gesichtsausdruck, Körpersprache und Stimmlage zum Ausdruck gebracht. Ausschlaggebend für die Kommunikation ist besonders die Beziehung zwischen Sprechenden und Hörenden, da die eigentlichen Botschaften nicht explizit ausgesprochen, sondern eher implizit gesagt werden. Low-Context-Cultures hingegen sind Kulturen, in denen tendenziell wenig Hintergrundinformationen benötigt werden, um angemessen kommunizieren zu können. Menschen, die sich weniger in dieser Sprache und Kultur auskennen, können diese leichter verstehen und zu Kommunikationszwecken benutzen. Allerdings sind Low-Context-Cultures dadurch auch weniger ökonomisch, da es länger dauert, Dinge auszudrücken.